Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr seht, bei mir ist es dunkel. Wir haben jetzt gerade 22:06 Uhr. Mittwoch. Ja, Mittwoch. Morgen ist der Feiertag. Ja, ich wollte eigentlich schon am Montag ein Video machen, aber irgendwie ist einfach alles zu viel. Links Arbeit gerade und ich habe keine Zeit. Die ganze Zeit Telefon klingelt, dies, das. Da müsste ich die ganze Zeit das Video unterbrechen. Ich fahre aktuell ein bisschen auf Büro. Wie gesagt, das habt ihr ja schon im letzten Video gehört, dass ich gerade auch am Fahren bin, ein bisschen Urlaubsvertretung. Jetzt gerade auch, ich lade gerade für meinen Fahrer, der die Britsche fährt, die Planbritsche, ist aus der Schweiz gekommen. Jetzt habe ich das Auto vorhin übernommen um 8 Uhr, 8.30 Uhr. Jetzt war ich gerade schon mal vorladen für Montag, für Freitag für ihn. Und jetzt fahre ich gerade noch die Sendung, die er aus der Schweiz mitgebracht hat. Die müssen wir jetzt noch röntgen, also einmal durch den X-Ray, durch die Röntgenmaschine schieben. So wie wenn, das ist so ähnlich wie wenn ihr fliegt und euer Handgepäck durch diese Maschine macht, nur halt ein paar Nummern größer. Wird die Ware überprüft, gescannt. Danach muss ich mit der Ware noch zum Zoll, muss das T1 schließen, weil die ist ja aus der Schweiz. Das muss ich alles noch machen und dann liefere ich diese Sendung noch bei der Lufthansa an. Jetzt ist es gerade 22:07 Uhr, das heißt, ich bin gerade von der Fraport los, wo ich geladen hatte, fahre jetzt uns zum X-Ray machen und somit übergehe ich gerade den Schichtwechsel. Das heißt, jetzt wird es auch am Flughafen ein bisschen ruhiger und alles geht ein bisschen schneller. Vor allem bei der Fraport war auch nicht wirklich viel los. Was natürlich wieder da nur standen, ausländische Fahrzeuge, polnische, rumänische. Ich war der Einzige mit deutschen Kennzeichen, ein Schwede stand auch da. Und jetzt, wo ich aus dem Flughafen rausgefahren bin, die Polizei stand am Straßenrand und hat die ausländischen Fahrzeuge rausgeholt. Also die ausländischen Sprinter. Gucken, vielleicht fängt es jetzt an, dass endlich mal kontrolliert wird, weil hier am Flughafen hat sich, wo das Gesetz rauskam, 2 Tage war Ruhe. Also gab es kaum ausländische Fahrzeuge. Und jetzt ist wieder alles, wie es vorher war. Weil es wird einfach nicht richtig kontrolliert und dann, wie oft wird man kontrolliert, das Risiko wird eingegangen und gefahren. Manche haben auch so, die stecken halt so drin als Sub-Unternehmer, dass ihnen sowieso nichts anderes übrig bleibt, weil das Auto ist finanziert, die Rate muss bezahlt werden, der Auftraggeber gibt kein Geld, wenn sie nicht fahren, weil sie im Festcharter sind und so weiter. Weil vor allem, hier gibt es viele von einem Auftraggeber, der nur mit diesem System arbeitet. Und ja, ich weiß auch nicht, warum da nichts gemacht wird, keine Kontrolle. Der sitzt auch bei uns auf der Straße, die ganze Straße ist jeden Abend voller rumänische Fahrzeuge und ich wette mit euch, da sind alle ohne Lizenz. Kaputageverstöße, das ist sowieso ein volles Programm, weil die Fahrzeuge sind jeden Tag da. Da kann man mir nicht erzählen, dass die Auslandsfahrten machen, sind jeden Tag wieder zurück. Dann haben die meistens Sammelgut drauf, das heißt gleich noch mehrere Sendungen. Also nicht nur ein Kaputageverstoß, sondern gleich mehrere. Aber es wird halt nicht kontrolliert. Was soll man dazu sagen? Was bringt jede Strafe, wenn sie nicht durchgesetzt wird? Jedes Gesetz, wenn es nicht durchgesetzt wird. Aber naja, schauen wir mal. Jetzt gerade eben wurde ein Auto von dieser Firma, ein Sub von dieser Firma, wurde gerade eben am Flughafen angehalten. Mal schauen, wie es da jetzt in den nächsten Wochen bei unserer Nachbarschaft aussieht. Weil das sind wirklich die, die die ganzen Preise kaputt machen. Diese Unternehmen sind die es uns, die sauber arbeiten, es schwer machen. Ja, weil die einfach ihre Preise mit ihren Preisen, wo man einfach nur Minus fährt, dann werden die unter Sub-Unternehmer, die sowieso schlecht bezahlt sind, aus Rumänien und aus Polen, werden dann nicht bezahlt und dann gibt es irgendwelche Haftbehaltungen und dann wird Geld zurückgehalten und so funktioniert halt das System. Es ist eine Riesenblase. Das ist eine Riesenblase und irgendwann platzt die. Und ja, was soll man dazu sagen? Naja, ich will mich jetzt nicht aufregen. Ich habe mich die Woche schon genug aufgeregt. Ich hatte auch so einen Kunden, wo ich mich aufgeregt habe und wo wir gesagt haben, okay, die Zusammenarbeit beenden wir, weil ich darauf gar keinen Bock habe. Entweder, ja, es ging natürlich um Preise,
und ja, zu teuer, dies, das. Und ja, es ist halt mein Preis. Akzeptiere den Preis oder frag mich nicht an, fertig. Ganz ehrlich, ich weiß, was wir an Qualität liefern, was unsere Fahrer abliefern, wie sauber wir arbeiten. Und dementsprechend kostet das auch. Du kannst ja auch nicht bei Mercedes hingehen und eine S-Klasse kaufen zum Preis von einem Renault Clio. Das geht einfach nicht. So, und das, wenn, solche Kunden brauche ich auch nicht, wo man um 5 Euro feilschen muss. Weil, oh, mach mal 5 Euro günstiger. So, nein, komm, geh nach Hause, fahr mit irgendjemand. Das habe ich keine Lust drauf, ganz ehrlich. Ich weiß, wir machen, das klingt vielleicht jetzt arrogant, aber es ist einfach so. Ich kann es halt auch niederlegen. Wir arbeiten sauber, wir arbeiten nach ISO-Norm und bei uns sind die Fahrzeuge neu. Die Fahrer sind dementsprechend auch gut bezahlt. Und ja, wie ihr auch schon gehört habt in einem Kommentar, wo ein Fahrer von uns getroffen wurde und der gut über unsere Firma erzählt hat. Also es ist kein Blödsinn, was ich hier erzähle. Und ja. Aber aktuell muss ich echt sagen, aktuell ist es echt viel. Wir haben sehr, sehr viel Arbeit und ich bin echt am Überlegen, ob wir noch ein Auto dazu holen sollen, obwohl ich eigentlich nicht möchte, weil ich erstmal abwarten will, wie die ganze Situation sich jetzt regelt. Aber aktuell ist es wirklich sehr, sehr viel. Wir sind schon sehr an der Grenze. Aber es muss halt alles gemacht werden. Ich bin auch jemand, der, egal welcher Kunde von uns das ist, ob das jetzt ein Kunde ist, mit dem wir, weiß ich nicht, 100 Euro Umsatz machen oder ein Kunde, mit dem wir ein paar tausend Euro Umsatz machen. Für mich sind alle werden gleich behandelt. Das heißt, überall wird die gleiche Qualität geliefert und ja, das ist auch unser Markenzeichen so gesehen, dass wir halt auf Qualität sehr, sehr aus sind. Also bei uns gibt es halt kein 0815. Bei uns wird halt wirklich ordentlich gearbeitet. Aber es heißt auch wirklich, bei uns wird gearbeitet. Also das ist wirklich, ja, bei uns muss man funktionieren. Aber wie gesagt, ich denke mal, so wie ich das auch von den Fahrern höre und draußen höre, haben wir ein sehr angenehmes Arbeitsklima, dass die Arbeit hart ist, die ist überall im Transportgewerbe hart, ist hartes Brot, das ist halt so. Und ich versuche es halt unseren Fahrern so gut wie möglich zu machen, dem ganzen Team. Jetzt auch, wir haben jetzt für die Fahrer haben wir eine Sitzecke gekauft, bei uns hinten am Hof, einen Grill, dass wir auch mal so freitagsabends einfach mal so grillen, über die Woche reden und so weiter, das ist mein Plan. Und ja, ich denke mal, das wird auch ganz gut bei den Fahrern ankommen, das ist heute auch alles gekommen. Es wird dann jemand von uns mal schauen, wen es trifft, der muss es dann aufbauen. Ja, jetzt am 17.07. zum Truck Grand Prix wollen wir auch mit unserem ganzen Team hinfahren. Meine Frau ist es gerade am organisieren, dass wir da noch Tickets kriegen, dass wir da als Team hinfahren und ja, einen Tag da schön verbringen zusammen. Das stärkt natürlich auch das Team, finde ich, weil es muss immer so ein bisschen, ich sage immer, es ist ein Geben und ein Nehmen. Also wir fahren, warte mal. Das ist alles ein Geben und ein Nehmen. Wir fahren, arbeiten alle zusammen. Da muss auch wirklich, das ist halt, ich bin halt nicht so ein Chef, der sagt, ich bin Chef und du bist ein Angestellter, sondern wir sind alle gleich. Wie ihr auch seht, ich fahre jetzt, wir haben 22.15 Uhr und ich gehe die Autos für meine Fahrer noch abladen. Und ja, bei mir wird es heute auch wieder 12 Uhr, das heißt, ich habe heute Morgen um 7 Uhr angefangen und wieder 12 Uhr nachts. Natürlich nicht die ganze Zeit fahren, aber die ganze Zeit Büro, dies, das. Und so zieht sich der Tag halt. So ist das. Naja. Hier sind zwei Enten, laufen spazieren. Okay. Ich muss jetzt mal zum X-Ray, damit ich hier auch weiterkomme. Und ich würde sagen, ich melde mich dann nochmal vielleicht später. Es wird halt jetzt dunkel, man sieht halt auch nichts mehr so gut als ich auf der Kamera. Oder ich melde mich einfach morgen am Feiertag nochmal, dann reden wir noch ein bisschen oder Freitag nochmal. Mal schauen, wie ich Zeit finde. Und ich sag dann mal, bis denn, also bis später oder bis morgen oder Freitag. Schauen wir mal, ihr seht es sowieso am Sonntag. Also, macht's gut, ciao, ciao. Servus, da bin ich mal wieder zurück.
Jetzt ist es doch nicht Donnerstag, Freitag geworden, jetzt ist Samstag geworden. An dem Tag habe ich noch bis Viertel nach zwei war ich zu Hause. Also es war noch gut zu tun. Donnerstag war ich dann, habe ich frei gehabt, aber wirklich gar nichts gemacht, wirklich nur geschlafen, was essen gegangen und das war's. Gestern dann wieder ganz normal gearbeitet. Und ja, jetzt ist Samstag. Ich habe es geschafft zum Friseur. Ich bin gerade bei uns hier in der Tiefgarage, wie ihr seht. Ja, eigentlich wollte ich noch ein Auto von uns abholen von der Werkstatt. Der hat mir natürlich jetzt einen richtigen Strich in die Rechnung gemacht. Da sollten die, ich muss mich mal woanders hinsetzen, sonst blendet die Sonne so. Da sollten die Stoßdämpfer gewechselt werden, weil die anfangen, ja, durchzuschlagen. Und auch ein 2020er Sprinter mit 180.000 Kilometer. Beide Stoßdämpfer müssen jetzt vorne gemacht werden. Also der linke ist kaputt und der rechte fängt dann auch langsam an. Und dann habe ich alles bestellt, also in der Werkstatt Bescheid gegeben. Die haben alles bestellt, Auto am Freitagnachmittag hingebracht, Fahrrad abgestellt. Heute Morgen rufe ich die Werkstatt an und sage, ja, sorry, ein Stoßdämpfer ist nicht gekommen. So, dann durfte ich dann nochmal hinfahren bis 1 Uhr, den Schlüssel wenigstens holen, damit wir das auf nächste Woche verschieben. Jetzt muss ich das Auto am Sonntag zum Fahrer wieder bringen, weil normalerweise hätte ich das alles heute gemacht, aber naja, also Sonntag auch wieder arbeiten. So ist das. Ja, wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, werden wir uns sehr wahrscheinlich vergrößern. Das war ja Mittwoch, wo ich das gesagt habe. Jetzt haben wir Samstag. Am Donnerstag habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen und sie hat gesagt, das geht nicht mehr. Ich muss irgendjemanden noch dazu holen ins Büro auf jeden Fall. Und dazu haben wir ja einen Fahrer von uns, der mit ins Büro kommen soll. Also so wie meine rechte Hand werden soll. Und dafür wird ihn jetzt einer ersetzen. Wir haben auch sehr wahrscheinlich schon einen Fahrer. Also jetzt erstmal keine Bewerbungen bitte. Wir haben schon einen Fahrer, so wie es aussieht. Der kommt am Donnerstag. Schauen wir mal, ob er den Einstellungstest bei mir besteht. Ja, dann werden wir sehr wahrscheinlich noch ein Fahrzeug kaufen müssen. Weil der Fahrer, der bei mir mit dem Büro ist, soll natürlich auch ab und zu fahren. Also Sonderfahrten noch fahren, die extrem wichtig sind. Und ist halt ein Springer, dann soll er diese ganzen, das was ich halt abends noch mache, dieses Vorladen oder halt wenn die Fahrer spät kommen, damit die nicht am Flughafen noch so lange Zeit verschwenden, dieses, also Vorladen oder Abladen und diese Sachen. Oder Papiere holen bei Kunden für die Flüge, also dieses AWBs, also so gesehen Flugtickets für die Ware. Und X-Ray machen und so Kram halt. Das, was mir viel Zeit kostet, wo ich dann hängen bleibe mit der Dispo und alles, zum Beispiel wie jetzt am Mittwoch, wo ich dann wirklich bis, ja, ich glaube um 2 habe ich die Tür zugemacht, bis ich zu Hause war, aber 2:30, von nach 2, 2:30. Und ja, das wollen wir jetzt ein bisschen ändern. Ich habe gedacht, es geht so, es geht auch so, aber es ist wirklich, ich arbeite nur noch von morgens bis abends. Also es ist, ich fange 7 Uhr morgens an und es ist 23 Uhr, dann bin ich schon schnell, dann war ich schon früh fertig. Und auf Dauer ist das ja nicht gut, vor allem wenn man dann umfällt, dann ist es sowieso zu spät. Ja, alle haben es mir gesagt. Fahr mal ein bisschen runter, such dir noch jemanden fürs Büro, also der dich unterstützt und dies und das. Und ja, auch der Luca von Live for Trucking, genau das gleiche. Ey, du kannst nicht so machen die ganze Zeit, du arbeitest nur noch dies, das hier. So ist es halt selbstverständlich. Ich bin halt auch ein Macher, ne? Also das ist, bei mir gibt es, ist erst Feierabend, wenn es erledigt ist, also ich höre nicht vorher auf. Ich bin halt sehr ehrgeizig, deswegen, ich achte da nicht so auf mich, sondern ich will, dass alles erledigt wird und alle zufrieden sind. Naja, also werdet ihr vielleicht bald noch ein neues Fahrzeug sehen. Ich werde mich jetzt langsam mal auf die Suche begeben nach einem neuen Fahrzeug. Ich bin noch am Überlegen, ob wir ein Planfahrzeug oder einen Kühler, weil wir bräuchten eigentlich beides, weil wir haben wirklich zu viel Arbeit. Aber das mache ich mir jetzt Gedanken und gucken, was überhaupt auf dem Markt ist. Auf jeden Fall ein neues Fahrzeug, irgendein Lagerfahrzeug ist sehr wahrscheinlich einen gebrauchten, möchte ich nicht, weil dann kauft man für viel Geld ein schlechtes Auto. Und mal schauen, wie wir das machen. Ja, vielleicht einer von den beiden hier wird noch als Kühler umgebaut. Wir wollen mal gucken.
Ich denke dann eher, dass es der hier wird. Das ist ja so gesehen mein kleiner Transporter, den bin eigentlich nur ich mit unterwegs. Das ist unser Auto für die Fahrer. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Tauschen machen und so, also wenn der Fahrer jetzt sein Auto hier lässt, damit es noch abgeladen werden muss und sowas, dann kriegt er den Citan. Oder halt, wenn wir so kleine Sonderfahrten haben. Der war jetzt vorletzte Woche, war das Fahrzeug auch in der Schweiz. Oder nee, letzte Woche. Nee, warte mal. Ja, ich weiß schon, ich glaube vorletzte Woche. War ja auch wieder in der Schweiz, in Genf. Ja. Und sonst chillen die beiden hier so in der Garage. Ja. Gut, ich will jetzt mal noch das Video, also meine Frau wird das Video noch schneiden. Ich habe jetzt eine Cutterin. Ich werde dann jetzt mal sagen, jetzt geht's ab ins Wochenende. Wir haben ja gerade 38 Grad. Das ist auch der Grund, warum ich in der Tiefgarage bin und nicht draußen, weil es ist echt, ja, es ist schon gut warm. Halt 38 Grad in Deutschland sind 58 Grad in einem anderen Land. Naja. Gut, ich wünsche euch dann noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Informativ. Hoffe ich, war es für euch auch. Vielleicht. Ich hoffe mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielleicht dann schon mit einem neuen Auto. Oder ihr habt die Info, dass wir einen neuen angestellt haben. Oder vielleicht suche ich dann jemanden. Schauen wir mal. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren. Wir brauchen noch Abonnenten. Also, ciao, ciao. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ah, was ich noch voll vergessen habe, ist ja, dass wir unseren Stapler jetzt verkauft haben, unseren alten. Wie ihr seht, der Platz ist leer. Es ist nur noch ein Fleck. Weil der war nicht von ihm, der Fleck war schon vorher da. Aber der Stapler ist jetzt auch weg, unser alter Stapler, der uns treue Dienste geleistet hat. Er war ja aus 1978 oder 76. Der wurde jetzt an ein befreundetes Outlet-Center verkauft. Und da verbringt er jetzt seine Rente. Wir haben ja einen neuen Stapler, das habt ihr ja gesehen, weil der war einfach zu alt. Und ja, ich habe halt gedacht, jetzt wenn Winter wird und dann mit Elektro und dies und das, dann ist er, komm, kaufen wir einen neuen, dann haben wir unsere Ruhe. Ja, also der Stapler ist, unser alter Stapler, unser alter Hubert ist weg. Ich hoffe, er wird noch lange vor sich hin stapeln. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. Also, jetzt noch einmal auf Wiedersehen. Macht's gut. Ich wünsche euch wirklich noch einen schönen Sonntag. Genießt den sonnigen Tag. Geht raus, grillt, geht ans Wasser. Genießt einfach die Zeit, bevor wieder hier unsere Regierung meint, dass wir wieder mit Masken durch die Gegend laufen müssen und so weiter. Wenn ich das gesehen habe, wo sie gesagt haben, jetzt Maskenpflicht von O bis O. Und solange wir unsere Winterreifen fahren, sollen wir da noch Maske tragen. Naja, was soll man noch dazu sagen? Dazu kann man nichts mehr sagen. Es ist, wie es ist. Und auch das werden wir überleben. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Uns abonnieren nicht vergessen.